Audienz ganz oben. Also, das Sterben hat mir gar nicht gefallen, sagte Hubert Hinterstübel zu Cora. Sie nickte nachdenklich und legte den Kopf auf diese unnachahmliche Weise schief, die er schon früher so an ihr gemocht hatte. Dass sie nun hier war, an diesem fremden Ort, glich einem Wunder. »Es hat wehgetan«, fuhr Hubert fort, »und eklig war es auch. Zum Schluss war alles nur noch eklig.« »Nun, das kann ich nicht behaupten«, sagte Cora leise. Hubert starrte sie an. Es war das erste Mal, dass er ihre Stimme hörte. »Du kannst sprechen?« fragte er verblüfft. Sie verzog die Mundwinkel zur Andeutung eines Lächelns. »Das konnte ich schon immer. Leider hast du mir früher nie zugehört.« »Aber«, Herr Hinterstübel wischte sich die Augen. »Als ich noch bei dir gelebt habe, Hubert, da hätte ich manchmal darum gebeten, dass du mich verstehst. Ich hatte dir so viel zu sagen.« »Aha, und was zum Beispiel?« »Das Wichtigste und Erste. Ich liebe dich. Ich habe dich immer geliebt. Ich werde dich immer lieben.« Hubert Hinterstübel nickte. »Ich weiß. Das wusste ich schon damals. Dazu brauchte es keine Worte. Auch ich habe dich immer geliebt, Cora.« »Gewiss. Besonders als ich noch jung war. Da hast du mich mit deiner Liebe überschüttet, hast mich mit leckeren Sachen verwöhnt, bis ich fett wurde. Dann hatte ich allerdings den Eindruck, dass deine Liebe schwächer wurde.« »Wie kommst du denn darauf?« »Du hast mich seltener gestreichelt, seltener angesehen und meinen Namen nicht mehr so oft gerufen. Unsere gemeinsamen Unternehmungen wurden weniger, die langen Spaziergänge, die ich so liebte, blieben irgendwann ganz aus.« »Ich hatte halt nicht mehr so viel Zeit und ich musste auch an meine Familie denken, an meine Frau, meine Kinder.« »Das verstehe ich ja. Deine Familie hat mir viel bedeutet, das weißt du. Ich habe mit deinen Kindern gespielt, habe gemacht, was deine Frau mir gesagt hat und war immer für alle da. Und dir galt all meine bedingungslose Liebe, immer, ohne dass ich darin nachgelassen hätte, ohne dass ich mangelnde Zeit vorgeschoben hätte.« Hubert seufzte. »Du hast recht. Wenn ich das jetzt mal alles aus deiner Perspektive betrachte, komme ich mir ziemlich selbstsüchtig vor. Ich habe immer nur an mich gedacht, an mein Geld, meine Karriere, meine Zeit, meine Familie. Du aber hast stets nur eine kleine Rolle gespielt.« »Und dann hast du mich umbringen lassen.« »Aber Cora, du warst alt und krank.« »So krank war ich nicht.« »Der Arzt hat Krebs diagnostiziert.« »Und er hatte recht damit. Aber das ist doch kein Grund, mich sofort umzubringen.« »Ich wollte dir Qualen ersparen. Ein langes Krankenlager.« »Zum Zeitpunkt meines Ablebens ging es mir noch ausgezeichnet. Ich hatte zwar dieses Geschwür am Bauch, aber das hat noch nicht mal wehgetan. Ich konnte noch ganz normal leben, konnte mich bewegen, hatte Appetit. Und dann hast du, die Liebe meines Lebens, entschieden, dass es sich für mich nicht länger lohnt, dass ich sterben muss, damit ich mich nicht so quäle?« Hubert Hinterstübel sah ehrlich betroffen aus. »Das habe ich nicht gewusst«, flüsterte er heiser. »Ich wusste ja nicht, dass du dich noch gar nicht schlecht fühltest. Der Arzt sagte Krebs, und ich dachte, oh je, jetzt ist es aus mit der armen Cora. Aber ich konnte ja nicht ahnen, dass es dir noch gut geht.« »Genau das ist der Grund, warum ich mir damals schon gewünscht hätte, du mögest mir zuhören. Dann hättest du wenigstens deine Entscheidung noch einmal überdacht. So aber war das Urteil schnell gefällt. Du konntest mich zwar nicht verstehen, ich dich aber schon. Als du zu deiner Frau sagtest, so ein alter, kranker Hund macht nur Dreck und Scherereien, da ahnte ich schon, was du als nächstes vorschlagen würdest. Und das tatest du dann ja auch. Einschläfern.
das Todesurteil. Hubert Hinterstübel traten Tränen in die Augen. »Du hast es gewusst?« stammelte er fassungslos. »Du hast gewusst, was passieren würde? Und bist trotzdem am nächsten Tag mit mir zum Tierarzt gegangen?« »Natürlich. Das ist etwas, was du nicht begreifen kannst, Hubert. Ich schon. Ich bin ein Hund. Hunde lieben bis in den Tod.« Herr Hinterstübel brach in Tränen aus. »Was habe ich getan?« Er schlug sich die Hände vors Gesicht und schluchzte noch mehr, als Cora begann, seine Finger zu lecken. »Beruhige dich, lieber Hubert. Es war nicht schlimm. Die erste Spritze hat mich sehr müde gemacht. Es war angenehm, in deiner Gegenwart so müde zu werden. Ich war froh, dass du bei mir geblieben bist. Die zweite Spritze habe ich dann gar nicht mehr richtig mitbekommen. Ich bin einfach weggedöst und dann hier wieder aufgewacht.« Hubert hob den Blick und sah sie an. »Und das hier? Wo sind wir eigentlich?« »In der Welt danach. Ihr Menschen nennt es den Himmel, obwohl ich denke, es ist noch etwas anderes.« »Und gibt es hier Engel?« »Engel? Ich glaube nicht. Sieh dich um. Geschöpfe sind hier viele, aber geflügelte Menschenwesen habe ich noch nicht gesehen.« Hubert hob den Blick nun vollends. Die Landschaft um ihn herum war belebt, auf sonderbare Art, und doch war alles anders als im irdischen Dasein. Tiere und Menschen kommunizierten miteinander, Pflanzen bewegten sich zielgerichtet in einer Art Tanz. Seltsam mutete es an, fremd und doch vertraut, wie das ferne Bild eines längst vergessenen Traumes. »Und bei dir?« Cora nahm den Faden wieder auf. »Dein Sterben war eklig, sagst du?« Hubert schüttelte sich. »Ich bin ziemlich alt geworden, 94 Jahre, und zum Schluss war mein Gehirn nicht mehr intakt.« »Ihr nennt das Alzheimer?« »So in der Art. Ich konnte nicht mehr denken, immer häufiger vergaß ich. Alles vergaß ich zum Schluss. Und doch blieb mir so ein diffuses Gefühl erhalten. Das Gefühl, mich manchmal selbst von außen zu betrachten, mich zu riechen, zu fühlen, ohne dass ich in meinem Körper steckte. Ach, das war schrecklich. Ich war ein klappriger alter Mann, der in die Windeln schiss und stank, der die Schwestern beschimpfte, solange noch Stimme im Hals war. Das Pflegepersonal tat mir leid, die hatten so mit mir zu tun. Dann konnte ich nichts mehr essen, weil ich vergessen hatte, wie man schluckt. Da hoffte ich schon, das werde nun das Ende sein. Ich dachte an dich, wo wir ein Ende hatten machen können. Zu früh, weiß ich jetzt, zu früh. Ach, Cora, und bei mir wollte es nun kein Ende nehmen. Niemand ließ mich in Ruhe sterben. Keiner kam, um mir eine Todesspritze zu geben. Im Gegenteil, sie begannen mich künstlich zu ernähren. 5 Jahre lang hat mein Körper auf diese Weise noch vor sich hin vegetiert. 5 Jahre! Ich hatte stinkende Liegegeschwüre am ganzen Leib, der Eiter klebte mich am Bett fest, es gab kein Entrinnen und keine Gnade. Vielleicht war es die Strafe dafür, dass ich dich nicht genug beachtet habe, dich nicht mit der gleichen Hingabe geliebt habe, wie du mich. Beruhige dich, Hubert, du bist ein Mensch. Ein Mensch kann gar nicht mit der gleichen Hingabe lieben wie ein Hund. Liebe, Hingabe, Selbstaufopferung, all diese Eigenschaften, die ihr Menschen so schätzt, sind vor allen Dingen uns Hunden eigen. Vielleicht haben deshalb Mensch und Hund so eine enge Symbiose gebildet, weil der eine genau das hatte, was der andere gern wollte. Aber nun komm, alle Neuen müssen sich zunächst dem Höchsten vorstellen. Dem was? Der obersten Instanz. Du meinst Gott? Willst du mir damit sagen, er existiert wirklich? Hier? Und ich werde ihn sehen? Hubert Hinterstübel, zu Lebzeiten gläubiger Katholik, war wie elektrisiert. Cora sah ihn lange an, ehe sie sagte: »Möglich, dass du dein Gottesbild hier nicht ganz bestätigt findest. Wie stellst du dir Gott denn vor?«
Herr Hinterstübel sprudelte heraus. Na, er sitzt auf einem Thron, flankiert von Jesus und der Mutter Gottes. Vielleicht sieht er aus wie ein alter Mann. Ich weiß ja nicht genau, ob es so stimmt, aber der Heilige Geist als Taube fliegt oben drüber, wie in den Andachtsbildern. Ach, Hubert, Cora seufzte und sah ihn beinahe mitleidig an. Ich fürchte, ganz so ist es nicht. Nicht? Nicht. Du denkst an den Gott der Kirche. Alles, was du je in Christenlehre, Kommunionsstunden und während der zahlreichen Gottesdienste gelernt hast, vergiss es. Je schneller, desto besser. Was? Wieso? Ich meine, dann stimmt die Sache mit Jesus wohl gar nicht. Welche Sache denn? Na, dass er gelebt hat. Natürlich hat er gelebt, daran gibt es keinen Zweifel. Und wahrscheinlich war er ein charismatischer Mensch von großer innerer Stärke und Liebe. Uns Hunden vom inneren Wert her nicht unähnlich. Aber er war ein Mensch, nicht mehr. Zu Gottes Sohn hat man ihn gemacht, 400 Jahre nachdem er schon tot war. Es war eine einzige Lügengeschichte, die die Kirchenfürsten jahrhundertelang den Gläubigen erzählt haben. Nichts davon ist wahr. Gott existiert natürlich, aber in einer vollkommen anderen Form, als es je ein lebendiger Mensch ahnen würde. Hubert war verwirrt und eine unterschwellige Angst beschlich ihn. Hatte er denn alles falsch gemacht in seinem Leben? Falsch gemacht und falsch verstanden? »Und jetzt soll ich also zu Gott gehen?« fragte er sehr verzagt. »Ja, das sollst du. Und hab keine Angst. Sie ist sehr nett zu den Neuankömmlingen.« Hubert blinzelte und lauschte dem Klang von Coras Stimme in seinem Kopf nach. »Sie?« fragte er dann. »Sie«, sagte Cora. »Kann ich mir vorstellen, dass dich das wundert. Aber wer, frage ich dich, kann die allumfassende Liebe besser ausfüllen als ein weibliches Geschöpf?« Hubert schwieg. Er verstand nichts mehr, ließ sich von Cora vorwärts schieben, die ihn durch die Landschaft begleitete, vorbei an nackten Kindern, die die Mähne eines stattlichen Löwen zausten, an Männern und Frauen, die in trautem Zwiegespräch mit einer Herde Ziegen auf einer Wiese saßen, vorbei an langsam tanzenden Laubbäumen, unter deren Blätterdach sich die Gräser mal in die eine, mal in die andere Richtung bogen. Sie kamen zu einem Palmenhain, in dessen Mitte eine große Hündin unbestimmter Herkunft ihre Jungen leckte, die eifrig schmatzend an ihrem Gesäuge hingen. Die Hündin hob den Blick, sah Cora und Hubert an. Dann lächelte sie. Es war das schönste Lächeln, das Hubert je gesehen hatte, und er spürte es bis ins Innere seines Herzens, als hätte jemand warmen Honigwein in ihm ausgegossen. »Seid ihr wieder vereint?« fragte die Hündin und wedelte mit dem Schwanz. Sie war von eindrucksvoller Größe und hatte dunkle Augen, die voll Liebe waren. Hubert spürte mit einem Mal, wie alle Furcht ihn verließ, wie eine hoffnungsvolle Freude ihn durchströmte, bis er sich so leicht fühlte, als hätte sein Körper kein Gewicht mehr. »Du«, hauchte er, »du bist Gott?« Die Hündin lächelte noch breiter. »Nenn mich nicht so. Ich weiß, dass ihr Menschen nichts dafür könnt, aber Gott klingt so platt. Dennoch hast du recht, ich bin die Höchste.« Hubert fiel auf die Knie, neigte sein Gesicht zur Erde. »Meine Verehrung«, murmelte er, »ich hatte ja keine Ahnung.« Die Höchste lachte jetzt und es klang wie ein Bellen. »Lass gut sein. Ich freue mich, dass du hier bist, Hubert. Willkommen.« Die Palmen, die sie umstanden, neigten ihre Wedel, als habe ein Windhauch sie gestreift, und wiederholten flüsternd: »Willkommen.« Hubert Hinterstübel, durchdrungen vom Gefühl vollkommener Liebe, das Hingabe, Selbstaufopferung und Treue umschloss, erhob sich. Während er sich behutsam entfernte, wusste er plötzlich genau, was Cora immer für ihn empfunden hatte. Und in einer plötzlichen Anwandlung grenzenloser Zärtlichkeit schloss er sie in die Arme.
Nie hat mich jemand so geliebt wie du, flüsterte er in ihr weiches Fell. Und ich werde dich nun lieben in Ewigkeit. Dann ließ er seinen Tränen freien Lauf.